Hey Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Ich bin ja hier mit unserer neuen Gefährtin losgelaufen. Aber das bringt uns anscheinend nicht viel. Wir müssen wieder zurück, was echt blöd ist. Aber wenigstens haben wir jetzt eine Karte oder so. Da geht es nämlich nicht weiter, kommen wir gar nicht hin. Also müssen wir noch ein paar Monster wahrscheinlich unterwegs erlegen und in diese komische Straße rein. Ich hoffe, ich finde die Tür schnell. Ich will nämlich nicht, dass ihr was passiert. Ich denke mal, wir müssen jetzt auf sie aufpassen. Okay. Maria, komm bitte. Wir müssen es nicht drauf anlegen. Hier geht wieder so eine Fahrspur lang, die uns wahrscheinlich hilft, den Weg zu finden. Oh, dass diese da immer aus dem Gebüsch jetzt so gesprungen kommen, ist ja auch unheimlich. Da kommen wieder welche. Nein. Komm weiter. Weiter. Maria, kommst du? Du noch hinter mir? Ich glaube ja. Hier, das sieht gut aus. Wir müssen nämlich langsam mal nach rechts hier irgendwie. Müssen wir hier rein? Hier? Was ist da? Ah. Gesundheitsdrink. Wie geht's dir denn? Weiß ich nicht, wie es dir geht. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, wir sind direkt da. Super. Geht's hier nicht dann irgendwo auch mal rein oder nicht? Jawohl. I'll wait here. I hate bowling. I didn't come here to play, you know. Hurry back, okay? Und sie wartet einfach draußen oder was? Was hat sie denn für einen Mut? Mann. Scheiße. Ich würde immer an seiner Seite bleiben. Aber sie ist sowieso voll komisch, wie alle in Silent Hill. Ich bin jetzt einfach mal reingegangen. So, what'd you do? Robbery? Murder? Nah, nothing like that. Ha! You're just a gutless fatso. What'd you have to say that for? I thought you said the cops were after you. Nah, I just ran because I was scared. I don't know what the cops are doing. But if you did something bad, why don't you just say you're sorry? Well, I guess I run away a lot, too. It's no good. They wouldn't listen. Nobody will ever forgive me. Did you find that lady you're looking for? What's her name? Mary? Okay, die wissen, dass wir da sind, dann gehen wir da mal hin. Hä, wo sind die denn? Hä? Bin ich jetzt doof? Eddie? Oh, you're... James, we, met in the apartment building? Yeah, I remember, but... Are you alone here, Eddie? No. Bye-bye. Wait! Come back! Eddie! Let's go after her! Huh? Laura? Why? Laura? Is that her name? Well, that's what she said. This town is full of monsters.
How can you sit there and eat pizza? She said she was fine by herself. She said a fatso like me would just slow her down. Ah, forget you. Okay, wir haben Eddie wiedergefunden. Und wir kriegen noch einen Gesundheitsdrink. Oder? Nicht? Sieht das nur so aus? Das sieht wahrscheinlich nur so aus. Ach, da steht eine Cola. Okay, nichts für uns. Eddie frisst sich mit Pizza voll. Laura heißt das kleine Biest. Schön zu wissen. Nur, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Maria steht da draußen irgendwo noch rum. Man kann hier ans Ende der Bowlingbahn laufen. Das ist auch irgendwie unheimlich, finde ich. Ach, da ist was. Da steht doch irgendwas. Er hat da voll hingeguckt. Hä? Irgendwas interessiert ihn da hinten. Wo guckst du denn hin? Er guckt da irgendwo hin. Auch wenn man das ganz schwer erkennen kann. Ist das hier, wo er hinguckt? Na? Komm, finde was. Wenn ich schon mal hier hinten jetzt gerade rumgeister. Nö, okay. Ich weiß nicht, was da steht, was ich von hier aus jetzt nicht sehe, aber... Boah, Pech. Vielleicht sah es ja auch nur so aus. Eddie, was ist denn los mit dir hier? Was sitzt denn du hier? Who is that girl, anyhow? I don't know. All I know is her name. I swear. Okay. Die ganze Cola hier ist auch irritierend. Man denkt immer, das ist was für uns. Kannst du nicht ein bisschen Bowling spielen? So mal eine Kugel werfen? So ein bisschen für die Erheiterung zwischendurch? Nicht? Na gut. Die Musik ist wie immer voll geil. Ja. Wo gehe ich denn mal wieder raus hier? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was will ich hier? Wer sind die Leute? Was denkt James? Ich weiß es nicht. Ich glaube, von links komme ich. Nee, da ist ja gar keine Tür. Oh Mann, wo ist denn jetzt die Tür? Ich kann doch von hier hinten irgendwie. Oh, jetzt kommt er da nicht durch, weil er da nicht rübersteigen kann. Ja, weil es auch so schwierig ist. Die Tür hinterm Tresen? Die Tür hinterm Tresen, okay. Super. Ich wette, ich kann hier irgendwo speichern. Das wäre grandios. Und wehe, wenn nicht. Weil mir reicht es hier langsam, dass ich nicht speichern kann. Seit Pyramid Head und Co. Und die unterhalten sich ja anscheinend auch nicht mehr viel. Also ich meine, der ist ja auch nicht gerade mega gesprächig anscheinend, der Eddie. Und ich will jetzt nicht wieder raus. Ich meine, da wird man doch wohl irgendwie was machen können, oder? Komm, schon einmal speichern? Kann ich mir nicht vorstellen, nach all dem Scheiß, dass man hier nicht speichern kann. Müsste man ja viel zu viel nochmal machen. Huch, wo ist sie jetzt hin? Did a little girl run out of here? Yeah, she was too fast for me. Aren't you gonna go after her? Nee, eigentlich will ich nochmal rein. Ja, ich, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass da nichts ist. Zum Speichern. Das kann auch gar nicht sein. Manchmal übersieht man diese Dinger ja auch, weil die so unscheinbar sind. Also, draußen sucht Maria nach Laura, so heißt das Mädchen. Aber ich meine, James hat ja auch recht. Das ist ein kleines Mädel. Was macht die hier bei all den Monstern? Scheint aber echt tough zu sein, weil... Ja, das macht ihr anscheinend weniger Angst hier auch. Hier war ich noch nicht. Oder doch? Wo bin ich denn jetzt? Ich komme hier ganz durcheinander. Wieder rausgegangen. Hä? Ich komme total durcheinander mit den Türen gerade. D-
dann gibt's... Das ist doch auch eine Tür hier, oder nicht? Was ist denn dann die Seitentür? Da bin ich doch am Anfang durchgegangen und... Hä? Was ist denn dann das hier? Vorne, hinten, hinten, vorne, alles dasselbe? Bin ich jetzt doof? Moment mal. Das muss ich jetzt nochmal eben checken. Wenn ich da durchgehe und... Und wenn ich jetzt direkt gegenüber wieder rausgehe hier. Komme ich auch bei Maria raus oder was? Nee, dann bin ich wieder woanders. Bin ich bei Eddie. Bin ich bei Eddie. Eddie, sag mal... Eddie, man kann doch hier bestimmt speichern, meinst du nicht? Eddie? Hm? Eddie, Schweinebacke. Kann man hier speichern, an diesem Ding hier? Warum gibt es hier keinen Speicherplatz? Ich verstehe das nicht. Ich irre hier seit keine Ahnung wie viele Minuten rum. Aber ich finde es toll, dass wir so viele Charakter im Moment auch sehen. Und so immer mehr, weiß ich nicht. Es ist immer noch alles so unklar natürlich, aber... Und auf der anderen Seite ist alles irgendwie auch so spannend und interessant, weil es noch unklar ist. Und ich finde es halt auch toll, dass wir immer wieder so... Bin ich jetzt wieder bei Eddie? Ja, ich bin wieder bei Eddie. Und ich finde es trotzdem toll, dass wir so diese Charakter auch immer wieder treffen jetzt. So dass man sich nach und nach so langsam doch irgendwie an die gewöhnen kann. Tja, irgendwas mache ich hier falsch, glaube ich. Aber er guckt ja normalerweise auch immer irgendwo hin, wenn man speichern kann, von daher. Und hier spielt es ja anscheinend echt keine Rolle, welche Tür man nimmt. Dann gehen wir raus. Und wir sollen Laura suchen, dann suchen wir die jetzt mal. Aber ich hoffe echt, dass ich langsam mal speichern kann. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr jetzt raus? Geh einfach raus. Hin zu der leicht sexy Frau mit ihrem kurzen Rock. Wo hat sie jetzt gesagt, wo sie hin ist? Laura, meine ich. Also ich befürchte, wir müssen ja irgendwo jetzt hier lang, weil zum Park gehen wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Straße hier rechts runter, weil wir da noch nicht waren. Ne? Na, sind hier noch spannende Sachen im Müll? Mit Müll kennst du dich ja langsam aus, James. Sie hier irgendwo ein Hinweis. Hier. Aha. Kann man also lang. So, und wo geht's jetzt lang? Wo geht's denn jetzt lang? Bin ich da so durchgegangen? Was ist, wenn ich jetzt hier links ans Ende gehe? Dann gehen wir nochmal rechts ans Ende. Doch, wir sind richtig. She went through there. Was? Durch die kleine Spalte? Is there any other way? Yeah, there is. Right through there. Na toll, jetzt suchen wir das Mädchen. Ach, super. Von einem Schlamassel ins nächste. Na, dann wollen wir mal. It's no good. It's locked. Mhm, sie kennt sich ja aus und hat ihre Nadeln im BH. Danke. Recht herzlichen Dank. Praktisch.
So, jetzt voll die romantische Musik hier zwischen den beiden. Maria. Du erinnerst mich so. Nein, Mary, Maria. Ihr heißt alle gleich. Eine leere Dose, Spüle, ein Pappkarton. Das ist alles nutzlos für mich. Gehe ich jetzt nach oben? Die Treppe hoch? Achso, ich soll dich nicht anrempeln. Die Frage ist auch... Ja, ist das hier eine Karte? Ja, schön. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Eine Blumenvase. Sonst gibt's nichts Interessantes. Alkohol. Den brauche ich jetzt nicht. Ja, lieber einen kühlen Kopf bewahren. Sehr viele Türen. Ich probiere die mal alle durch. Weiß nicht, unten müsste ich eigentlich eine übersehen haben. Aber gehen wir mal durch die hier. Wehe, ich kann hier nicht speichern. Eine ganz normale Bühne. Nichts daran ist seltsam. Mhm. Es ist aber eine tolle Atmosphäre hier in Silent Hill 2 mit... Ich habe einen Erste-Hilfe-Kasten. Jawoll, super. Sind wir jetzt hier in so einer Art Showclub oder so? Ganz normaler Tisch. Ich bin gerade aber verwirrt, wo wir durch sollen. Und wo ich jetzt schon wieder herkomme, weil, ja, ihr kennt mich ja, Orientierungssinn und so. Wo ist sie? Wo ist Maria? Ach da, da bist du ja. Ja, schön, dann haben wir das ja geschafft, nur dass ich leider irgendwie immer noch nicht speichern kann. Was ich jetzt scheiße finde. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und sollen wir jetzt nochmal dahin oder nicht? Oder ich drehe dann nochmal um, oder? Weil irgendwie die Straße da lang gehen, das ist ja auch nochmal von der anderen Seite die Lage abchecken. Da ist zu. Da kann man nicht rüber. Ich weiß, ich hoffe, wir machen das richtig hier. Weil da ist ja jetzt zu, von daher. Aber irgendwie, da oben ist es halt immer noch eingekreist. Und das ist für mich so, als hätte ich da jetzt noch nicht alles abgecheckt oder so. Das kapiere ich irgendwie jetzt nicht. Leute. Soll ich da nochmal hin? Bin ich hier richtig jetzt? So ein Wink mit dem Zaunfall wäre toll, irgendwie. Ich hier wieder richtig oder falsch oder nicht bin. Nur die Scheinwerfer. Hier kommen eh gleich wieder Monster. Ich hoffe nur nicht die von dieser Seite. Ah, da ist sie ja. Over there. Okay, dann gehen wir da hin. Oh, sie geht ins Krankenhaus. Super. Mädel, warum gehst du ins Krankenhaus? Was willst du denn da? Du bist ein kleines Mädchen. Und immer gucken die sich als erstes an. Kannst du hier was nehmen? Die Karte zum Beispiel schon mal? Brookhaven Hospital. Super, da haben wir ja was vor uns. Das wird ja jetzt schön. Krankenhäuser finden wir super. Wie wir alle wissen. Aber ich hoffe, dass ich hier irgendwie in diesen Office-Räumen vielleicht schon mal speichern kann gleich. Ja, ich kann hier speichern. Endlich kann ich speichern. Oh mein Gott, hat das jetzt gedauert, dass ich speichern kann. Ja, das finde ich super. Dann sammel mal den Kram da erstmal ein. So. Hast du alles? Ich finde sie eigentlich gruselig, dass sie da auch immer jetzt irgendwie wo steht. Verschiedene Notizen hängen hier, aber es gibt nichts, was für mich wirklich interessant wäre. Mhm. Nichts Interessantes. Was ist in dem Raum nebenan? Wo, mal hier. Einen nebenan kann man ja nochmal gehen. Diesen anderen Raum. Welcher ist denn das? Der hier, ne?
hier irgendwas? Verschiedene Arten von Papieren und Dokumenten, aber es gibt nichts, was für mich interessant wäre. Jemand hat etwas darauf geschrieben. Das Potenzial für diese Krankheit gibt es in allen Personen und kann jeden Mann oder jede Frau unter den richtigen Voraussetzungen genauso wie ihn auf die andere Seite treiben. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen hier und dort. Sie liegt in dem Bereich, in dem sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nah als auch weit entfernt ist. Manche sagen, dass es gar keine Krankheit sei. Ich kann ihnen nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder Psychiater. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, dass seine Vorstellungen für uns nichts weiter sind als die Erfindung eines unruhigen Geistes, aber für ihn gibt es einfach keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer eigenen Wirklichkeit ziehen? Etwas anderes wurde mit der Hand geschrieben. Joseph hat mir den Schlüssel gegeben. Es ist wohl der Schlüssel zu dieser Kiste. Aha. Ich habe den Schlüssel purpurroter Bulle. Oh oh. Oh Gott, ich freue mich jetzt schon aufs Krankenhaus. Ja, okay. Dann haben wir das. Gehen wir nochmal wieder zurück. Klingt auf jeden Fall mega spannend. Sind denn jetzt hier auch noch Papiere? Es scheint sich um die hiesigen Patienten zu drehen. Jack Davis. Bisher 3 Suizidversuche, Gründe unbekannt. Normalerweise ein vorbildlicher Patient, der den Anweisungen von Ärzten und Pflegern folgt. Wegen der plötzlichen gewalttätigen Suizidversuche ist jedoch eine ständige Observation nötig. Joseph Barkin. Seine Krankheit wurzelt im Gefühl, den Tod seiner Tochter verursacht zu haben. Symptome für psychotischen Bruch und paranoide Wahnvorstellungen. Normalerweise ruhig, aber hat aber eine Neigung zu Gewalt, wenn er sich aufregt. Joshua Levis. Viele Aufenthalte in Krankenhäusern sowie zahlreiche Delikte wie tätlicher Angriff, Körperverletzung und andere Gewalttaten. Er hat einen starken Verfolgungskomplex und eine Neigung, Probleme durch Gewalt lösen zu wollen. Äußerste Vorsicht. Oh oh, das ist aber nicht gut, was wir da lesen. Er guckt immer sie an oder ist da noch was? Das ist immer ein bisschen irritierend. Er sagt auch nichts. Nee, er guckt nur immer nach ihr. Also wir passen jetzt halt auch tatsächlich regelmäßig immer auf Maria auf. Ich speichere ab, bedanke mich fürs Zuschauen, finde es sehr, sehr spannend und es wird wahrscheinlich sehr gruselig auch noch hier im Krankenhaus jetzt werden. Drückt mir die Daumen, dass ich es weiter durchstehe. Bis dann.